Freunde, ich ziehe um. Und nicht nur irgendwohin, ich möchte mir hier ein Shelter bauen. Bevor wir mit dem Video starten, jetzt aber noch kurz eine Zusammenfassung, was bisher geschah. Ich bin vor 4 Jahren aus Deutschland ausgewandert und habe die ersten 1,5 Jahre in diesem Auto gelebt. Vor 1,5 Jahren hat sich dann ein bislang unbekannter Traum erfüllt. Ich habe mir 3 Hektar reine Natur Off-Grid-Land gekauft und habe diesen Bereich in 3 Bereiche aufgegliedert. Einmal der Gästebereich, einmal die Wildlife Zone und einmal der Bereich, wo ich dann zukünftig wohnen will. Die letzten 6 Monate habe ich dann intensiv an diesem Gästebereich gearbeitet und kann mit Stolz sagen, ich bin fertig. Und somit kann es weitergehen mit dem nächsten Projekt. Das Problem ist, ich bekomme in einer Woche Besuch und bis dahin brauche ich eine neue Unterkunft. Und dafür sehe ich eigentlich nur 3 Möglichkeiten. Ich könnte wie letzten Winter mein Zelt hier wieder aufbauen. Möglichkeit Nummer 2, ich könnte wieder zurück in mein Auto ziehen. Oder meine Lieblingsmöglichkeit Nummer 3, ich baue mir ein Bushcraft-Shelter. Und ja, wie ihr es wahrscheinlich schon richtig am Thumbnail oder Titel erkannt habt, ich werde mir ein Bushcraft-Shelter bauen. Aber wieso Bushcraft und was hat es überhaupt mit dem Thema Bushcraft auf sich? Ja, weil ich finde es immer relativ lustig, wie die Leute reagieren, wenn ich über Bushcraft rede, als wäre das was Besonderes. Kurz, was ist Bushcrafting überhaupt? Bushcraft, das sind 2 Wörter. Crafting, das Handwerk, und Bush, das heißt Handwerken im Busch. Und ja, ich lebe jetzt seit 3 Jahren hier in der Pampa und seit 1,5 Jahren hier auf diesem Land. Und ja, so nach 1,5 Jahren ist mir aufgefallen, weil ich schaue sehr gerne Naturensöhne, Fritz Meinecke und so weiter, dass alles, was die machen, ist eigentlich genau das, was ich mache. Nur, dass ich es bisher noch nicht Bushcrafting genannt habe. Man kann Bushcrafting auch so beschreiben, dass es eine erweiterte Version von Camping ist oder eine erleichterte Version von Survival. Das heißt, man übernachtet ohne Zelt. Man hat Tarp, man kann sich Höhlen bauen, man arbeitet nur mit Naturmaterialien, mit Steckverbindungen. Nägel, Metallnägel werden oft noch akzeptiert. Und genau, das ist eigentlich auch genau die Bauweise, wie man es vor 100 Jahren gemacht hat. Und deshalb habe ich mich für diesen Ort entschieden. Weil alles, was ihr hier seht, das habe ich gestern nur hingerichtet. Die ganzen Steine lagen hier so rum. Ich habe mich schon immer gefragt, was war das hier? Weil, schaut mal, was hier ist. Hier ist auf jeden Fall was reingemeißelt worden. Genauso wie hier. Das heißt, meine Vermutung ist, dass hier mal eine Tür war. Dass hier vielleicht ein Holzbalken nach oben war. Hier nach oben, dass man hier reinkommt. Ich wusste, dass hier 1988 noch Tierhaltung durchgeführt wurde, also Ziegen waren hier. Und dann frage ich mich, ob das hier, was das hier ist. Das sieht aus wie reingemeißelt. Aber ich zeige euch mal die Probleme bei diesen Felsen. Also für mich ist es echt ein Markt für Felsen. Zum einen ist es ziemlich hoch hier oben, da geht es bestimmt 5 Meter sowas runter. Und zum anderen, da wo mein Hund ist ungefähr, geht es die ganze Zeit runter. Das heißt, wenn ich den Raum vergrößern wollen würde mit einem Dach, dann müsste ich das Dach bis dort nach hinten machen. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt, sage ich mal, das Dach nur bis hierhin mache, sag mal hier und dann dort weiterführe, dann fließt das ganze Wasser, wenn es hier regnet, dann fließt es unterm Dach, wahrscheinlich hier in die Richtung und tropft dann da unten rein. Hier würde es dann auf jeden Fall runter tropfen. Und hier ist auch ungefähr die Moosgrenze. Man sieht, hier wächst Moos, hier ist alles schön flach. Und deshalb frage ich mich echt, was hier war. Ich vermute, dass hier irgendwie so eine Art anderer Raum war. Vielleicht ein Ofen, vielleicht ein Pizzaofen, ein Brotbackofen. Man sieht hier die Einkerbungen und alles schwarz. Jetzt könnte schwarz eine Schimmelart sein oder eine Moosart. Aber es könnte auch sein, dass hier jemand öfter Lagerfeuer gemacht hat. Und die Frage ist, wie viel hier ist Natur gemacht und wie viel Menschen gemacht. Hier könnte man ein Kaminrohr verlegen zum Beispiel. Außerdem ist der Platz hier auch so eng. Ich frage mich, warum die Steine so nah sind und nicht weiter außen hin gemacht wurden. So, meine Freunde, es ist Montag. Ich habe gestern den Sonntag verbracht, hier ein bisschen sauber zu machen und mir einen Plan zu erstellen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Plan. Das ist so schwierig hier. Ich würde liebend gern eigentlich hier, wo ich jetzt sitze, ein Bett hinmachen. Das Problem ist, wir haben hier eine Steigung. Und wenn ich das so hoch mache auf die Höhe, dann würde ich mir wahrscheinlich jede Nacht den Kopf anknallen. Wenn ich hier hingehe, wo es flacher ist, dann werde ich sehr wahrscheinlich nass, wenn es regnet. Ich würde liebend gern die ganze Mauer ein bisschen weiter nach hinten umstellen. Dann hätte ich dort wahrscheinlich Platz. Aber ich denke, dann bin ich nicht regengeschützt. Die Frage ist, brauche ich aktuell überhaupt einen Regenschutz? Ich weiß es nicht. Ich erzähle euch mal, was meine langfristige Idee ist. Ich
versuche es so wieder hinzurichten, wie es früher mal war. Das heißt, ich brauche viel Vorstellungskraft, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, und so werde ich das auch machen, dass hier ein Holzpfeiler drin war in diesem Dinger, dass er sich hier reingeankert hat. Seht ihr das? Das heißt wahrscheinlich sogar nur auf Klemmung. Und dass man hier einen schönen flachen, dass man das richtig professionell stapelt mit einer Trockenmauer. Da habe ich zum Glück schon einige Erfahrungen. Und dann von diesem Holzbalken ein Längsholzbalken, an dem man dann überall hier Streben machen kann und praktisch das alles zumachen kann. Dann wäre hier eine Wand. Mit diesem Stein bin ich mir noch sehr unsicher, weil er wackelt auf jeden Fall. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass er mal ein paar Meter weiter dort war. Und hier die ganze Wand, weiß ich auch nicht. Zum Beispiel das hier. Das könnte wieder per Hand gemeißelt sein, das kann aber auch von der Natur sein. Mann, Leute, das sind so frustrierende Entscheidungen, solche Luxusprobleme. Ich will das hier haben, aber ich glaube, das ist so viel mehr Arbeit, wie wenn ich mir einfach hier ein Zelt aufbaue. Aber der portugiesische Sommer kommt und ich weiß, dass die Zelte das dann nicht lange überleben werden. Deswegen ist das eigentlich ausgeschlossen. Und normalerweise regnet es eigentlich ab April fast gar nicht mehr, aber dieses Jahr ist sehr regnerisch. Es hat heute Nacht geregnet. Und diese Woche soll noch schön angenehm sein, das heißt Wetter zum Arbeiten. Aber nächste Woche 38 Grad. Das heißt, das muss dann fertig sein, da muss ich Schatten haben. Und ja, was soll ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich fange einfach mal an und dann schauen wir. So, Problem gelöst und fertig mit dem Video. Ich habe jetzt hier Spaß. Natürlich nicht. Ich habe jetzt mal Paletten hier hingelegt. Ich denke, es passt eigentlich vom Platz her. Jetzt mache ich mir erstmal einen richtigen Plan, weil das größte Problem, was ich gerade habe, ist das Material zu besorgen. Das wird bei fast keinem Bushcraft-Video gezeigt, weil es wahrscheinlich auch langweilig wäre. Aber ich muss jetzt erstmal stundenlang hier Holz hinbringen und andere Sachen. Das wäre zum einen dieser geile Ofen. Den habe ich extra aus Deutschland bestellt. Ihr könnt mal googeln, ich glaube Kids-Ofen, Kinderofen. Da ist auch ein Bild mit Kindern auf. Und sowas gibt es relativ selten. Ich weiß noch, damals haben dann meine ganzen Freunde hier aus Dänemark, Belgien und so weiter mich gefragt, ob ich denen was mitbringen kann. Und 5 dieser Öfen habe ich mit nach Portugal gebracht. Dann habe ich jede Menge Totholz geholt, um die Verbindungen herzustellen, ein bisschen Naturschnur und den Salguera-Baum, um daraus Holznägel herzustellen. Dann brauche ich auch Trinken und das lag jetzt über ein Jahr im Food Forest rum, aber sollte noch wasserdicht sein. Ich habe hier unten mit Silikon alles schön abgedichtet. Und das Einzige, was ich hier noch brauche, eine Befestigung, um es irgendwo drauf zu platzieren. Das Geile ist, dadurch, dass ich das Land schon seit 1,5 Jahren habe, habe ich hier auch schon jede Menge Holz immer mal wieder gelagert. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht so viel suchen. Aber ich zeige euch mal, woher ich mein Holz bekomme. Hier ist jetzt mein Food Forest. Ich denke, das kennt ihr alle. Und die Holznägel zum Beispiel, nämlich den Salguera-Baum. Schaut mal, wie geil der ist. Und ja, ich pflanze hier auch an. Ich habe hier Weide, ich habe Haselnuss, aber das ist alles noch zu klein. Das einzige Problem hier, dieser Wald ist so verwuchert und verwachsen und tot, dass ich hier hauptsächlich Totholz benutze. Und die lebenden Bäume, das ist alles Eiche, die sind immer so krumm und schief. Die eignen sich nicht so gut. Leichtes Nadelholz wie Tanne oder Kiefer habe ich leider so gut wie gar nicht auf diesem Grundstück. Vielleicht 10 Bäume, aber die sind ja 10 Meter hoch, die eignen sich nicht so gut. Aber ein Geschenkengaul schaut man nicht ins Maul, es funktioniert trotzdem. Sowas will ich jetzt bauen. Beziehungsweise ich guck mal, ob ich das rüber transportiert bekomme. Das Ding ist, das habe ich vor 1,5 Jahren gebaut und ich vermute, es zerbricht. Ich hebe es mal an. Hui! Alles mit Naturmaterialien. Oh, okay. Es zerfällt. So, es hat überlebt. Ich kann zwar die Nägel per Hand rausziehen. Das ist das wahrscheinlich wackeligste etwas überhaupt. Aber jetzt testen wir mal, ob es den Tontopf heben kann. Okay. Und hier kann man dann sich Wasser holen. So, last but not least wäre dann das Werkzeug. Und diesmal will ich mal wieder ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe mir hier ganz viel so Handwerkzeug gekauft. Ihr wisst, ich habe ganz viele Bosch-Maschinen, aber falls die kaputt gehen, habe ich für alles immer eine Alternative. Und ja, gucken wir mal, wie weit wir da, was wir da alles testen, aber Werkzeug ist da. Und last but not least habe ich mir jetzt hier noch die Schlafsachen, eine Isomatte und einen Schlafsack geholt. Dann ist alles bereit und ich würde sagen, ran an die Arbeit. Und jetzt aber auch mit einem Plan. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Dann erzähle ich mal meine Idee.
Also ich habe ja das Problem, dass hier rechts dieser Felsen ist und dadurch stelle ich mir das sehr kompliziert und schwierig vor, mit Holz da jetzt was hinzurichten. Deswegen dachte ich mir, diese Steine von der Mauer zu nehmen und einen kleinen Steinkranz zu machen, einen Rand, den ich dann mit Schotter oder Sand auffülle. Ich habe ja immer noch das Holz da, das Altholz, Totholz, teilweise vergammelt, und das könnte ich mir auch zurechtschneiden und gucken, wie das funktioniert. Ich habe mich bei der Tiefe an dieser Regenrinne da orientiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine ist oder nicht, aber ich bin guter Dinge, dass, falls es regnet, dass das Wasser hier dann abtropfen sollte. Und deswegen versuche ich mich hier ungefähr am Kopf von meinem Hund dran zu orientieren, dort dann meine Füße zu haben. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich habe mich jetzt doch für Holz entschieden. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Ich habe die jetzt alle auf 1,20 Meter geschnitten. Aber ich versuche es jetzt erstmal mit Holz und teste das dann mal. Ja, ich denke, es ist eigentlich jetzt schon gut genug. Beziehungsweise nicht gut genug, aber man kann hier schlafen. Also mit einer Isomatte auf jeden Fall. Ihr könnt wahrscheinlich auch schon so schlafen. Das Einzige ist hier dieser Übergang von Stein zum Holz. Diese Kanten müsste ich alles noch abstumpfen oder auffüllen. Und ich bin viel weiter vorne. Aber ja, Bushcraft Shelter. Ich glaube, ich habe was gefunden, das könnte helfen. Da bin ich mal echt gespannt. Hier sind auch so Stöcke dabei oder sowas. Das kommt gleich weg. Hier sagen wir für den Kopf ordentlich was. Jetzt die Isomatte drauf, fertig. Alter Falter, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Aber schaut sich an, meine neue Bude. Ich habe Angst, es zu sagen, aber ich denke, ab heute werde ich jetzt für immer hier schlafen, bis mein Haus hinten steht. Und natürlich jeden Tag ausbessern. Aber ich habe hier jetzt schon mal meinen Holzofen, der muss noch gereinigt werden. Das muss ich hier noch fertig bauen für das Trinkwasser. Und hier, das werde ich natürlich alles ausbessern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es morgen schon wieder hart ist, aber ich habe noch gar nicht Probe gelegen. Und sagen wir, gehen mal in den Schlafsack. Okay, klingt schon mal lustig. Ab mit den dreckigen Füßen. Aber ich bin ja wie ein Affe. Alter, bisher richtig. Okay, das Gute ist, ich rolle auf keinen Fall in die Richtung, wenn dann jetzt eher in die. So, ich glaube, hier verbringen wir die Nacht. Da muss ich noch was für ihn bauen, hä? Soll ich dir auch was hin? Dann kriegt er jetzt auch noch ein Bett. Hm? Leute, ich glaube, der Wetterbericht will mich verarschen. Schaut mal, alles nass. Es hat scheinbar heute geregnet. Jetzt schauen wir uns mal an, wo es tropft. Ist das nicht übertrieben schön? Ich bin gerade wieder so voller Glücksgefühle. Ich habe es echt geschafft, habe ich das Gefühl. Und das alles nur dank euren Hilfen. Mit der Spende für die zwei Matratzen, ne, könnte ich jetzt dieses Airbnb nicht vermieten. Heute schauen wir uns mal an, wie es hier aussieht. Auf jeden Fall furztrocken. Ja, ich bin positiv überrascht. Ich glaube, es wäre ganz gut gewesen, wenn ich heute Nacht hier übernachtet hätte. Aber es ist auch saukalt. Ja, hier ist feucht. Ja. Minimal. Aber ich denke, die Position von dem Bett kann so sein. Jetzt muss ich mir gut Gedanken machen, wie bequem ich das will. Heute Abend wird das Ding fertig sein und ihr werdet sehen.
Ein Mann, ein Wort, derselbe Abend. Mein Airbnb-Gast ist da. Wir hatten gerade ein richtig geiles Lagerfeuer, ein bisschen Wein getrunken. Und jetzt geht's für mich in meinen MTV Cribs. So werde ich jetzt heute Nacht schlafen. Ich habe nichts mehr hier dran gemacht, außer meine Schlafsachen hergebracht. Hier wird mein Hund schlafen. Und ja, bin ich mal gespannt. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal, wie es wird. Ist auf jeden Fall bequem, aber ich zeige euch morgen alles. Also gute Nacht. Aber was ich schon mal sagen kann, es ist extrem bequem. Jetzt hört man es auch nicht mehr so viel knacken. Aber kein Spaß, es ist richtig bequem. Jetzt bin ich mal auf die Aussicht morgen gespannt, neben diesen Felsen. Geil, geil, geil! Guten Morgen, Leute. Wir haben 6 Uhr oder irgendwie sowas. Mein Hund hat gerade gebellt. Ich hörte, wie laut die Vögel sind. Ich versuche ein bisschen weiter zu schlafen. Der Wecker hat gerade geklingelt, es ist erst jetzt 6 Uhr. Oh, und ich bin so müde. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Wein getrunken gestern. Kann ich mal schlafen. Mega bequem, das muss ich echt sagen. Boah Leute, viel zu bequem hier. Aber ich habe jetzt eine Stunde das Video schon mal geschnitten und mein Hund wird so langsam auch aktiv. Ich würde sagen, ich zeige euch mal die Bude. So, dann gibt es erstmal ein bisschen Real Life, wie unordentlich es hier aussieht. Das ist gerade so eine lebensändernde Zeit. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier so von dieser Südausrichtung halten soll. Weil wir haben jetzt, ich glaube, 7.45 Uhr sowas. Und die Sonne ist schon ziemlich... Und die Sonne ist schon ziemlich stark, muss ich sagen. Und es soll erst nächste Woche, sollen wir so eine 40-Grad-Woche haben, wie es eigentlich eher normal hier in Portugal ist. Und da kann ich mir echt vorstellen, dass wenn ich dann hier um 8 Uhr morgens aufstehe, dass ich dann hier schon bei 35 Grad in der Sonne geputzelt werde. Was gibt es für Alternativen? Ich mache das alles zu. Dann habe ich hier auf jeden Fall mal Schatten. Die Frage ist, wie heiß wird das da drin? Weil das war mein Grund, warum ich hier nur im Winter übernachtet habe. Weil das ist dann wie ein Steinofen. Ich bin eine Pizza, das ist eine Steinofenpizza und ich brate mich da drin selber. So zumindest jetzt mal meine Vermutung, aber ja. Das war eine Alternative. Und für die nächste Alternative gehen wir jetzt einfach mal hier zu mir in den Food Forest. Weil ich muss sagen, das hier ist echt eine Oase für mich. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, geht mein Puls runter. Und ich habe hier geile Spots. Einmal hier. Das habe ich alles freigeschnitten. Das könnte ich mir sehr geil vorstellen. Und ich merke auch gerade, wie es kühl ist. Und hier ist alles feucht und so weiter. Aber ich zeige euch jetzt mal einen Ort. Der Vorteil ist, ich habe hier natürlich immer Essen, wie Apfel, Bohne, Pfirsich, Kohl und hier auch direkt meine Dusche. Das heißt, es ist hier auf jeden Fall schon richtig schön lebbar. Die Kartoffeln können übrigens jetzt dann auch geerntet werden. Aber schaut euch mal diesen schönen Teil an. Vielleicht erinnert ihr euch an das Video, wo ich so frustriert war, dass mein ganzer Garten von Schnecken aufgefressen wurde. Da habe ich hier eine neue Gartenfläche freigemacht. Und einfach nur hier jeden Morgen lang zu laufen, das würde mein Glücklichkeitslevel auf ein neues Level bringen. Ja, ich glaube, es gibt bald ein neues Video. Und zwar dort oben. Ich merke schon, hier ist auch nicht mehr so viel Schatten, aber es ist auf jeden Fall noch kühl.
Und das habe ich letztes Mal mal frei gemacht. Ich könnte hier noch ein bisschen mehr frei machen, die Büsche wegmachen. Und hier leben mindestens 2 bis 3 Füchse, würde ich behaupten. Hier gibt es überall solche kleinen Felsunterschlüpfe. Und ich weiß sicher, dass hier Füchse leben. Das heißt, ich will die dort leben lassen und will dort jetzt nicht so tief rein. Aber das ist eine Überlegung. Ja, dann möchte ich auch noch mal auf ein wichtiges Thema eingehen. Und zwar auf das Thema Spenden. Also ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie ich das jetzt in Zukunft weitermache. Weil meine Idee war jetzt, einmal im Monat ein Spendenvideo zu machen. Werde ich wahrscheinlich auch beibehalten. Aber ich bin mir da nicht so sicher, weil das ist dann alles nicht mehr so zeitgenau. So wie die Regenrinne, die ich mir von Jahren deiner Spende geholt habe. Das habe ich alles gefilmt, das liegt auf meiner Speicherplatte. Und irgendwie finde ich schade, jetzt immer einen Monat zu warten. Deswegen bin ich am Überlegen, euch jetzt einfach immer in den Clips die Spenden einzuzeigen, zu zeigen, was ich damit mache. Und nochmal extra ein Spendenvideo. Aber nochmal extra ein Spendenvideo zu machen, würde heißen, ihr würdet ein Video weniger haben, weil ich dann ein Spendenvideo poste. Weiß ich nicht, wie interessant das für euch ist. Aber nach wie vor halte ich euch da auf dem Laufenden. Ich zeige euch all meine Spenden, ich verheimliche da nichts. Kam jetzt Spende von der geilen Cat, die ich hier kennengelernt habe. Dann eine anonyme Spende von 50 Euro. Das war alles nur vor 3 Wochen. Dann kam jetzt 2 Wochen lang nichts mehr. Und dann kam Frank nochmal mit 50 Euro. Und das war jetzt mein Startschuss, mir ein Photovoltaikmodul zu kaufen. Ich komme hier richtig günstig an das System ran. Und mit den 100 Euro, die ich jetzt die 2x50 Euro Spende bekommen habe, werde ich wahrscheinlich heute Morgen oder übermorgen ein Solarsystem installieren und ihr könnt dann zuschauen. Aber ich denke, jetzt war es erstmal. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch eine Nacht hier übernachten und dann eventuell rüber in den Food Forest. Seid gespannt, folgt dem Kanal, hinterlasst ein Like. Wenn ihr spenden wollt, sehr gerne in der Videobeschreibung gucken und dann könnt ihr mich hier mit Werkzeug unterstützen, mit was auch immer. Und dann sage ich jetzt schon mal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Bis bald, euer Robin.